Ich zeige Ihnen hier eine technische Schnellbleiche mit dem Layout-Programm Publisher von Microsoft. Wenn ich den Publisher starte, sieht das Startfenster ganz ähnlich aus wie bei Word. Ich könnte hier bereits Vorlagen nehmen, wähle nun aber ein weißes Papier. Klick hier drauf, Doppelklick. Hier ist das weiße Papier. Meistens ein bisschen zu klein, aber ich habe immerhin schon die Übersicht auf das A4 Papier. Ich mache das ein bisschen größer mit Ctrl und Mausrad drehen oder hier unten an diesem Regler funktioniert das auch. Wenn ich nun nach oben gehe, vermisse ich den Cursor, der blinkt, damit ich schreiben könnte. Man ist verwirrt, machen Sie einfach, schreiben Sie etwas. Sobald Sie etwas tippen, erscheint augenblicklich hier ein Textrahmen und das Element kann auch sofort herumgetragen werden. Sie sehen, ich kann es sogar neben das Papier tragen, also auch auf die Seite links oder rechts. Es ist eben ein Layout-Programm, wo ich Sachen, die ich noch nicht brauche, mal so schnell auf die Seite stellen kann. Links sehe ich die fertige Seite. Es sieht einerseits fast gleich aus wie Word. Hier oben die Werkzeuge, die kennen Sie bereits. Und hier links sieht es aus wie PowerPoint. Nun, wie geht das weiter? Ich könnte nun hier einen Text schreiben, hier gebrauchen oder wieder parkieren. Oder ich mache es mal ganz anders. Ich lösche das wieder mit Delete. Ich hole etwas aus Word. Ich habe parallel dazu Word offen und hole mal einen Text aus Word. Ich markiere in Word diesen Teil hier. Das möchte ich gerne hier links im Publisher wieder einfügen. Also ich drücke Ctrl-C, gehe zum Publisher, mache einen Klick, Ctrl-V. Was passiert? Publisher macht sofort ein Textfeld. Ich kann dieses Textfeld irgendwie in der Größe einstellen und auf dem Papier irgendwie platzieren. Das wäre doch praktisch, wenn Word das auch könnte. Ich nehme noch einen Text, und zwar das hier unten, Freundschaften, soweit, so gut, Ctrl-C, klicke wieder in den Publisher, Ctrl-V, da ist der Text, ich mache auch den schmal, ups, was passiert hier? Diese roten Punkte zeigen mir, dass hier noch mehr Text wäre und auch diese drei Punkte weisen mich darauf hin, dass nicht aller Text in diesem Feld angezeigt wird. Ich packe diesen roten Anfasser, ziehe nach unten und sehe, aha, jetzt hat der Text wieder Platz. Ich könnte auch wieder in die Nähe gehen und mit diesem Textteil wieder irgendwo hinfliegen. Wenn ich ein Element bearbeite, erhält es immer einen Rahmen, dass ich sehe, wo die Begrenzung durchgeht. Und ich kann hier hineinklicken und sehe auch diesen Rahmen. Jetzt wäre es natürlich praktisch, ich sehe die Rahmen immer, denn wenn ich daneben klicke, sehe ich überhaupt keinen Rahmen. Das kann ich hier einschalten unter Ansicht, Begrenzungsrahmen. Dann sehe ich die Rahmen immer, sie werden aber nicht ausgedruckt. Hier kann man übrigens auch das Lineal ein- und ausschalten. Natürlich lasse ich es immer eingeschaltet. Jetzt brauche ich das Word nicht mehr. Ich decke das zu und kann dafür hier ein bisschen größer arbeiten, damit man das besser sieht. Stelle das noch in die Mitte. So. Dieser erste Textabschnitt, das ist wiederum ein bisschen groß. Etwa so. Das hier, das soll ein Informationsfeld werden. Und ich möchte das gelb einfärben. Ich zeige schnell das Resultat. Hier sieht man diesen Informationskasten. Der hat keinen Rand, also keine Kontur, dafür gelbe Füllfarbe. Ich parkiere das wieder. Wie kriegt dieses Textfeld Farbe hinein? Ich klicke doppelt auf den Rand, man sieht hier das Verschiebenkreuz, Doppelklick, hier oben erscheinen die nötigen Werkzeuge, hier habe ich einen Fülleffekt, also hätte ich gerne irgendein Gelb,
Schade, es hat leider keine Vorschau. Ich möchte aber nicht so ein Knallgelb, sondern etwas Dezentes, vielleicht das hier. Jawohl, okay. Und das ganze Feld ist gefüllt. Ich schalte kurz die Begrenzungslinie wieder aus. Ich will das mal ohne Linie sehen. Und nun hätte ich gerne ein paar Angaben zu diesem Element. Ich zeige drei Wege. Ein Doppelklick auf den Rand, wenn es dann funktioniert, zeigt, wie gesagt, hier die nötigen Werkzeuge. Ich sehe, das ganze Feld ist 9,31 breit und 5,78 cm hoch. Dieselben Angaben kann ich auch hier unten einblenden. Klick darauf, das kann ich zur Seite stellen oder hier irgendwo hin. Dann habe ich immer die Maße zu jenem Element, das ich gerade bearbeite. Und nun noch die dritte Möglichkeit. Ich mache einen Rechtsklick ins Textelement, sage Textfeld formatieren. Hier habe ich alle nötigen Einstellungen. Erstens wieder die Farbe, zweitens die Kontur darum herum, die habe ich extra weggelassen. Hier hätte es Formeffekte, dazu komme ich später. Die Größe habe ich nun schon zum dritten Mal. Das ist genau dieselbe wie die hier oben oder die hier links. Dann das Layout. Wie soll der Text um dieses Element fließen? Und wie ist es positioniert? Horizontal 1,5 cm. Das ist dieser Rand hier gemeint, 1,5 cm. Und vertikal, das ist das von oben nach unten. Weiter das Textfeld hier. Der Text hier ist doch ziemlich hart am Rand. Das gefällt mir nicht so. Ich stelle das mal auf 0,2 cm. Achtung, hier muss man genau arbeiten, denn wenn man diesen Leerschlag hier nicht einhält, dann meckert Publisher, das sei eine ungültige Zahl. So, 0,2. Leider gibt es keine Vorschau. Ich klicke mal auf OK und schaue das an. Dann sollte der Text hier ein bisschen vom Rand wegkommen. So, hat funktioniert, sieht besser aus. Ich mache wieder Rechtsklick, wieder Textfeld formatieren und gehe nochmals zum Textfeld hier. Es wurde gespeichert. Ich sehe, ich kann offenbar hier in diesem Textfeld noch Spalten machen. Ich mache das kurz. Eine Spalte, ich mache mal zwei. Okay, passiert nichts. Doch, es passiert aber erst, wenn ich wieder OK drücke. Da sind die beiden Spalten. Wieder Rechtsklick ins Feld, Textfeld formatieren und ich möchte da noch etwas zeigen. Es hat hier nämlich noch eine weitere Möglichkeit. Es gibt hier noch Formeffekte, die schauen wir uns kurz an. Zum Beispiel könnte die Form einen Schattenwurf haben. Wir sind hier beim Thema Schatten. Ich stelle mal diesen Regler nach rechts. Die anderen folgen sofort. Das schaue ich mir nachher an. Ich könnte eine Spiegelung einschalten. Ich nehme hier den Scrollbalken nach unten. Oder Leuchteffekte, weiche Kante, 3D, 3D-Drehung und so weiter. Schauen Sie sich das einmal an in aller Ruhe. Ich habe im Moment also nur einen Schatten eingestellt. Klicke auf OK. Hier ist er. Ziemlich hart, aber den könnte man ja nun noch genauer steuern. Das wichtigste Element ist nun also vorgestellt. Ich nehme ein weiteres Element dazu. Ich hole hier oben Formen. Klicke hier drauf und ich sehe eine riesige Auswahl an Formen, auch viel Kitsch. Ich nehme mal hier das Fünfeck, klicke darauf. Es erscheint ein Fadenkreuz und ich kann dieses Fünfeck hier aufziehen und es sieht immer gleich aus. Es ist immer blau und hat immer einen schwarzen Rand. Hier oben sind die nötigen Werkzeuge. Ich will es nicht blau. Ich will es irgendwie ein bisschen heller. Also zum Beispiel so. Das ist die Füllfarbe. Ich klicke drauf. Hier haben wir die Füllfarbe. Und ich möchte auch keinen hässlichen Rahmen darum herum. Ich gehe hier zu Kontur. Ich nehme keine Kontur. Oder ich könnte natürlich irgendeine andere Farbe nehmen. Ich könnte auch sagen, die Strichstärke sei viel feiner. Oder ich könnte sagen, das sei nicht ein Strich, es seien Punkte. Eben wie gesagt, sehr viel Kitsch. Ich wähle hier keine. Dann geht's weiter. Ganz ähnlich wie vorhin beim Textelement kann ich einen Rechtsklick machen. Ich kann diese Autoform formatieren. Und das kennen wir doch schon von vorhin. Ich kann
da alle Einstellungen wieder machen. Ich kann wieder Formeffekte hinzufügen. Ich kann wieder einen Schatten machen. Okay, ich kann wieder die Größe einstellen. Und lustigerweise hat es hier die Möglichkeit, den Text vom Rand wegzunehmen. Das sieht irgendwie komisch aus, aber ist tatsächlich so. Denn ich kann in dieses Element sofort schreiben, obwohl kein Cursor da ist. Ich schreibe mal etwas. Ja, ich kann sofort schreiben. Und das ganze Ding herumtragen. Eigentlich ist es wie ein Textelement, nur habe ich jetzt mit der Form begonnen, statt mit dem Text. Der nächste Schritt ist der Textfluss um das Objekt herum. Was heißt das? Ich packe mal dieses Fünfeck und stelle es auf meinen Text von vorhin. Was passiert? Der Text wird entlang dieser Kante verdrängt. Warum? Ich schaue mal nach. Da oben steht Zeilenumbruch. Wie ist der eingestellt? Im Moment heißt es, es sei transparent. Was heißt das? Hier außerhalb dieser Kante haben wir ein bisschen Transparenz, auch hier links. Das heißt, der Text fließt in diesen transparenten Teil hinein, bis in die Nähe des Fünfeckes, aber nicht ganz heran. Was passiert, wenn ich sage Quadrat? Ich mache es mal quadratisch. Dann verdrängt das ganze Quadrat, also diesen quadratischen Rahmen, den Text hier links. Was passiert, wenn ich hier sage, es sei ohne? Ich probiere es aus, klicke hier drauf. Dann nimmt also dieses Element überhaupt keine Rücksicht auf das, was darunter ist. Aber ich könnte zum Beispiel diese Farbe transparent machen. Ich probiere es, ich gehe zu Fülleffekt und erst wenn ich hier bei weitere Füllfarben draufklicke, habe ich da unten die Möglichkeit, die Farbe transparent zu machen. Gehe hier mal auf etwa 50%. Leider gibt es keine Vorschau. Ich drücke OK und sehe nun, ach, tatsächlich, jetzt schimmert der Text durch diese Farbe hindurch. Es sieht aber ein bisschen dreckig aus. Warum? Weil auch der Schatten darunter nun sichtbar wird. Ich gehe mal auf Form formatieren, Rechtsklick, Form formatieren und nehme diesen Schatten weg. Und zwar hier unten bei Formeffekte, kein Schatten. Ich schalte den wieder aus. Stelle mal alle Regler hier auf 0. Okay. Jetzt habe ich zwar noch die Farbe, die wirkt nicht mehr so dreckig und schwebt über diesem anderen Gelb. Zum Schluss noch etwas, das manchmal verwirrt. Ich fülle kurz das Gelb hier noch mit einer anderen Farbe. So. Und ich stelle hier wieder den Zeilenumbruch auf transparent, das war eigentlich ganz anständig. Im Moment ist dieses grüne Fünfeck über dem Textfeld. Was passiert, wenn das grüne Fünfeck unter das Textfeld gerät? Das kann ich hier ändern, eine Ebene nach hinten. Ich klicke mal drauf, eine Ebene nach hinten. Dann wirkt das überhaupt nicht mehr. Also, das Fünfeck kann den Text hier links nur verdrängen, wenn es über dem Textfeld ist. Also nur immer das obere Element kann Text verdrängen. Ich hole noch zum Schluss eine Tabelle rein. Ich hole hier unter Einfügen eine Tabelle. Ich mache das kurz, so. Hier ist sie. Und auch das ist ein Element. Ich kann es sofort herumtragen. Ist wie ein Fünfeck, wie dieses Textelement. Dieses Element ist wie ein Bild auch. Es verdrängt den anderen Text hier, denn es ist im Moment über diesem Textelement und es verdrängt deshalb den Text, wenn ich das hier hinstelle. Also sehr praktisch. Und wenn ich das einmal nicht brauche, Sie wissen genau wie, ich verkleinere mal die Ansicht. Ich brauche im Moment die Tabelle nicht. Ich stelle sie auf die Seite. Auch das Fünfeck brauche ich im Moment nicht. Ich stelle es auf die Seite und kann hier nun frei herumgestalten und etwas wieder einfliegen oder wieder rausschmeißen, so wie ich das gerne hätte.
So. Technisch sind sie jetzt so quasi auf dem Höchststand.